Hallo und herzlich willkommen an den heimischen Empfangsgeräten. Hier ist wieder die Janine und das ist der X1-Control von Native Instruments, der eigens für die DJ-Software Traktor entwickelt wurde. Beim ersten Blick auf den X1 fällt dem geschulten Auge natürlich gleich auf, dass er im Gegensatz zu den gängigen DJ-Controllern auf dem Markt komplett anders designt ist und keinerlei Aufgaben eines klassischen DJ-Mixers übernimmt. In der Standardkonfiguration wird man deshalb weder EQs, Pitchfader, Jog-Wheels oder ähnliches finden. Da er als Erweiterung zum herkömmlichen DJ-Mixer konzipiert ist, was ich persönlich ganz sympathisch finde. Am besten nutzt man ihn daher für die Transportfunktion, Effekte, Loop und Cue-Punkte. Wer es mag, kann allerdings über den mitgelieferten Controller-Editor den Controller für andere Aufgaben oder andere DJ-Programme wie zum Beispiel Serato Scratch Live konfigurieren. Die Hardware selbst besteht aus einem Kunststoffgehäuse mit Aluminiumoberfläche, macht aber alles in allem einen ganz soliden Eindruck, muss ich sagen. Besonders lobenswert finde ich persönlich an dem Gerät die Drehregler und Taster, die haben gesunden Widerstand und könnten meiner Meinung nach an einem hochpreisigen Gerät nicht besser verarbeitet sein. Zudem leuchten die Taster noch je nach Funktionsaufgabe blau, weiß oder rot und die Encoder mit Push-Funktion finde ich auch super gerastert. Die Tasten und Regler sind auch hier wie so oft heutzutage doppelt belegt. Zur Hauptfunktion gelangen wir durch einen einfachen kurzen Druck. Wenn wir zur Zweitfunktion gelangen möchten, müssen wir Shift gedrückt halten und den entsprechenden Button wählen. Oben haben wir unsere Effektsektion, die wir brauchen, um unsere Effekte ein- bzw. abzuschalten, auszuwählen und um das Mischverhältnis von unbearbeitetem und bearbeitetem Audiosignal zu wählen. Dann kommt der Browse-Bereich, den wir brauchen, um uns durch unsere Song-Library zu navigieren und die Tracks in die Decks zu laden. Was ich allerdings hier ein bisschen schade finde, ist, dass man nicht zwischen den beiden Browser-Fenster wechseln kann, um zur nächsten höheren Ebene zu gelangen, sprich ist es doch wieder ein Griff zum Rechner nötig. An dritter Stelle finden wir unseren Hot-Cue-Button und unseren Loop-Bereich, der, wie der Name schon sagt, verantwortlich ist für das Setzen von Loop-Punkten und beispielsweise das Ändern der Loop-Länge. Zu guter Letzt haben wir dann noch unseren Transportbereich, wo uns die Grundfunktionen zur Verfügung stehen, wie beispielsweise Start, Stop, Sync, Tab, Keylock, Pitch, Bend. Wir können einen Cue-Punkt setzen, ist alles also kein Problem. So, wenn euch das Produkt gefallen hat und ihr Interesse an dem Gerät habt, dann kommt doch einfach bei uns im Laden vorbei. Ich kann euch das kurz vorführen, euch Fragen beantworten oder ordert es einfach im Internet. Wie gesagt, ihr kennt unser Servicepaket, 33 Tage Moneyback, 66 Tage Umtauschrecht, kann also gar nichts passieren. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal.